Moin, herzlich willkommen mit mir hier, der Stefan, bei Doom Raider. Man hört es, glaube ich, dass ich sehr krank bin, aber es hindert mich nicht, ein Video da, für euch zu machen. Bergtempel. So, ich muss. Wir müssen springen. Aber es wird wahrscheinlich nur ein Video jetzt erstmal bleiben. Morgen ist auch noch ein Tag, aber so immer so ein Ziel gesetzt, eigentlich zwei am Tag zu setzen. Machen. Ja, aber wenn es wirklich nicht geht, dann. Ich muss ja vorsichtig sein. Oder vielleicht mache ich doch heute zwei. Ich feiere das Spiel gerade zur Zeit so sehr. Ich habe gestern mindestens 5 Videos gemacht. Oh, hallo. Also, die Waffe ist ja eine ganz süße, ne? Alter. Du musst vorsichtig sein. Ach ja, stimmt. Hier sind ja die, Oh mein Gott. Mein Denken ist auch beeinträchtigt. Ah, der Sohn, genau. So, das wollte ich sagen. Genau, das denke ich auch so. Lieber, ich habe keine Ahnung, wer er sein. Infinity. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Sehr gut, die ist bereit. Alter, mein. Es ist so anstrengend, so zu sprechen. Sag ich mal, durch die Nase. Weil ich kann ja auch nicht durch den Mund sprechen. Die Nase zu ist, dann klappt das nicht mehr, wie man sich das vorstellt. So. Ich habe auch schon alles genommen. Hustenlöser, bis. Kiko. Ich wollte gerade schon sagen, so langsam kann der Typ sterben. Hustenlöser, Erkältungstabletten, ich weiß auch nicht. Jedenfalls Schmerztabletten. Ich hatte ganz starke Kopfschmerzen bis eben. Ich muss jetzt erstmal registrieren, wo was ist. Das sind kleine Gollums ohne Rüstung. Ich hoffe, ich habe nicht zu krassen Lärm gemacht, meine Freunde. Oh ne, meine Nase läuft. Nein, ich hasse es. Scheiße. Nein! Kann doch gar nicht wahr sein schon wieder. Ja, genau, Kukulkan. Nein. Junge, stopp. Jetzt muss ich dich halt, stopp. Gut, wir haben alle getötet. Ein
paar Fallen in der Brust, aber... Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Wie gesagt, Lara Croft, die steht da drauf. Ja. So. Neulich habe ich noch in einem Video Eunuch genannt. Die Höhle des Eunuch. Ich frage mich, ob das überhaupt jeder weiß, wer Eunuch ist. Sonst googelt bitte das. Da versteht ja vielleicht den Sinn etwas dazu. Aber ich wusste das auch noch nicht, wo ich 17 war. Oder 16. Da hat mir ein guter Freund das mal gesagt, wo ich gedacht habe, schon alles klar. What the fuck? Aber... War schlimm. Sowas gab's früher, das ist schon krass. War da nicht eben schon drin? Naja, alles klar. Jetzt du, ne? Da kommt die Schlange jetzt rein. Lara Croft, schon wieder im Schlamm gesudelt. Wird noch wahnsinnig. Ach, der Sohn. Kunduni Schokol, Galantbil! Gute Wahl. Was? Mutter! Otto! Bring ihn weg von hier! Der Typ ist so freaky mit einem Auge. Naja. Wie geht's, Ätzli? Gut. Sie haben ihn befreit, aber Sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Sie hat ihr Schicksal selber ausgesucht. Lara hätte sie gerne gerettet, aber... vielleicht kommt die noch wieder. Das Auge der Schlange. Was ist das? Meine Freunde, ich weiß es nicht. Meine Theorie sagt, dass sie es nicht überleben wird. Einfach ganz einfach. Meine Freunde. Weil 3 und man die Mutter festnimmt, dann... Oh! Ich wollte damit nicht schießen. Naja. Die Oberherren, ja gut, man kann vielleicht für Geld hier ausgeben. Naja, ich weiß nicht. Nochmal hoch. Na. So. Ich frage mich, was Lara Croft gerade da macht. Ja, dann gehen wir jetzt mal hoch. Lass mich raten, sie kann auch aus dem Sprung springen. Ich so. Ah! Ja, sag ich dann. Ist,
Das nennt man Lara Croft. Ich dachte, ich muss mich da hinseilen. Ich wollte Sneaky machen. Lara Croft doch nicht. Wenn sie regelt, dann regelt sie. Alter! Alter, diese Frau. Diese Frau. Macht mich noch wahnsinnig. Das wird doch andersrum. Ich hier runter. Das ist gerade gar nicht. Ah, doch, hier runter. Hm. Was? Hau, oh, meine Freunde. War doch klar. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay. Okay. Machen wir das, was sie sagt, würde ich so sagen. Wo ist Laura? Aber sie hat einen wunderschönen Gewand, oder? Was sagt ihr so? Aber das war eine gute Wahl, dass wir den Revolver am Anfang gekauft haben. Da ist der Kokainfrosch wieder. Hab ich. Oh! Der Kokainfrosch! Habt ihr das gesehen? No. Bin auf der Schlange. Auf dem Schlangenauge. So. Ich trinke noch weiter Hustenlöser. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Wunderschön. Schaut euch das Wasser an. Liebe sowas. Eine pure Genussheit ist das. Ah. Oh, da ist ja noch ein kleines ekliges Vieh. Oh, eine kleine Schatzkammer noch. So, alles, was man braucht, was das Herz begehrt. Okay. Hoffentlich ist Onoratu okay. Ich muss jetzt schon viele Fertigkeiten bekommen. Weil. Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Hoffentlich ist sie okay. In die Artefakte. Herausforderung. Was denn da? Hört mir. So. Was wollen wir denn nehmen? Mäßiges fertige Nachladenschnelligkeit. Ja, auf jeden Fall. Die werden wir noch heute ein paar Mal benutzen. Okay. Meine Freunde, dann wollen wir mal gucken, wo sie jetzt weitergehen. Ja, Mäuse. Ja, aber Mäuse sind ganz ehrlich. Von wem sind die? Von dir. Weder Maya noch Inka. Ja. Dann weiß ich nichts, ganz ehrlich. Es ist hoch. Aber es geht. Ui. Ehre.
Aber... Das ist unglaublich. Pass an, ich bin so verliebt. Muss mal tauchen. Da sind Erze. Mal, dass diese tollwütigen Fische nicht kommen und hier ans Leder wollen. Fischi Fischis können wirklich sich verpissen. Ne? Wie Piranhas oder wie man es auch, wie auch heißen. So, bin ich denn jetzt? Ah ja, wir müssen schon wieder tauchen, meine Lieben. Ja, kein Wunder, dass sie da alles sieht. Ich will gar nicht wissen, seit wie vielen Jahren hier einfach keiner mehr gewesen war. Und wäre das Wasser echt wirklich sauber ist. Weiß, alright, alles für die. Wie die immer ihre Haare macht. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chel. Was war das? Kennt ihr das so? Wenn ihr erkältet seid und dann riecht ihr diesen süßlichen, sowas Süßliches, oder? Kennt ihr das? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, natürlich, wenn ihr massiv erkältet seid. Vielleicht auch eine Nebenhöhlenentzündung oder sonst irgendwas. Ich glaube, hier will ich gar nicht tauchen. Tiefer ich gehe. Mehr tollwütige Fische sind hier. Da lang. Den Korb lassen wir jetzt mal kurz aus. Alles ist gut, Laura. Du bist gerade angekommen. Ich brauche keinen Hinweis. Oh! Oh Mann! Guck mal, da sind die Germanien-Menschen. Ach, Germanien-Menschen. Bei der Welteinteilung. Okay, Google. In welchem Zeitalter wurde die Welt eingeteilt? Wo? Ja. Okay, Google. In welcher Zeit war Kolumbius. Okay, Google. In welcher Zeit war Kolumbia... Nein. Heute nicht. Heute werde ich es nicht gebacken bekommen. Kolumbus heißt er, nicht Kolumbia. Egal, meine Freunde. Bin heute echt ein bisschen neben der Spur. Mama! Das ist eine schreckliche Figur. Ah! Halt, halt, halt. Boah, ich weiß es gar nicht. Oder runter? Ja, runter. Okay. Ganz runter war falsch. Hurry. Den richtigen Weg finden wir in der nächsten Folge. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren.